Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich letztes Mal im Trail Center Boerwandwiese unterwegs war, bleibt es mich dieses Mal wieder in die Trail Area Nord. Ich habe mittlerweile die Stadt hinter mir gelassen und bin jetzt schon beim letzten Anstieg zu den Trails. Als erstes werde ich den Südtiroler Trail fahren, denn das ist meiner Meinung nach der beste Trail, den es hier gibt. Schon wieder einige Zeit her, dass ich ihn gefahren bin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich den richtigen Weg gewählt habe. Plötzlich ist es nur mal eine Wiese hier. Hier ist ein anderer Weg. Mal kurz durchs Gestrüpp gefahren. Der Weg schaut schon wieder mehr nach Weg aus. Im Moment schaut es hier noch ziemlich trostlos aus, aber im Spätsommer, der Wein geerntet wurde, ist hier echt nett. Ganz vielen Heurigen, wo man einkehren kann und auf jeden Fall nicht verdurstet. Und beim Einstieg des Südtiroler Trails angelangt. Hat sich einiges verändert seit dem letzten Mal. So, bin jetzt am Start des Südtiroler Trails angekommen. Ich hoffe, ich mache nicht die letzten Fehler wie beim letzten Mal. Ich habe gecheckt, ob alles passt und nichts ins Bild hängt. So, los geht's mit dem Südtiroler Trail. Abschnitte hier. So, das war's schon wieder mit dem Südtiroler Trail. Ich befinde mich jetzt auf einer Mountainbike-Strecke am Weg zum Trailpark Weidlingbach. Mal schauen, was sich hier seit dem letzten Jahr getan hat. Den Namen der Strecke weiß ich leider nicht. Ich werde euch den Namen hier irgendwo einblenden. Am Weg dorthin werde ich mir noch überlegen, welche der beiden Strecken ich dort fahren werde. Es gibt hier eine blaue Flowline und eine rote Funline. Und ich bin auch ein wenig unentschlossen, welche der beiden ich fahren werde. Hier noch auf der trockensten Straße unterwegs. Plötzlich ist hier so ein Gatsch. Musik.
diesen Dreck haut es dann nicht beim Runterfahren runter, sondern schon vorher. So, angekommen im Trail Park Weidlingbach. Ich habe mich für die Fangleine entschieden. Ich habe eine gute Wahl getroffen. Bei der Funline ist der Name echt Programm, denn schon die ersten Meter machen hier wahnsinnig Spaß. Über die Winterpause hat sich hier einiges verändert. Es wurden einige Abschnitte neu gemacht oder ein wenig adaptiert, habe ich zumindest das Gefühl. So, ich befinde mich schon langsam wieder am Nachhauseweg. Ich werde jetzt noch schauen, ob ich einen Trail meiner letzten Abfahrt mitnehmen kann. Wie immer habe ich mich noch nicht entschieden, welchen Trail ich fahren werde. Ich bin schon wieder in der Forststraße unterwegs. Wieder auf einer Mountainbike-Strecke, wo ich nicht weiß, wie sie heißt. Ich glaube, es ist schon wieder die Badenberger Strecke. Nein, bin diesmal auf der Kahlenbergdorf-Strecke unterwegs. Ursprünglich habe ich überlegt, diese Forststraße noch weiter zu fahren und dann in den neuen Trail zu fahren, den ich noch gar nicht kenne. Irgendwie bin ich schon müde und habe mich deshalb für den bekannten Trail. Zuerst muss ich hier noch rauffahren und dann jetzt muss ich mir meine Luft aber aufsparen, damit ich hier hochkomme. Ich frage mich gerade, ob ich hier einen Trail von der falschen Seite fahre. Bergauf hat es ja ganz schön in sich. Wir hatten hier eine umso schönere Aussicht auf Wien.
So, das war's wieder mit dem Video von heute. Mir hat die Tour gefallen. Falls ihr sie nachfahren wollt, ich habe die Tour in der Beschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf den Like-Button und auch auf den Abonnieren-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.